Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Tyranny. Ja, ich guck mal kurz, was passiert, wenn ich auf die Dinger klicke. Du hast das Gefühl, als ob deine Reichweite sich ausgedehnt hat. Und du fühlst das Drücken und Ziehen deines Einflusses, als er in den ganzen Stufen wächst. Es scheint, als könntest du, wenn du dich konzentrierst, in die gleiche Trance verfallen, die dir flüchtige Blicke auf den letzten Turm zeigte. Den Resonator berühren und dich konzentrieren. Du berührst die Skulptur noch einmal und wieder wird dein Geist von Sinneseindrücken überflutet. Dieses Mal spürst du, wie deine Sinne deinen Körper verlassen und in die Höhe schweben. Höher sogar als der Turm des Berges, bis ganz Taratus zu deinen Füßen liegt. Von oben siehst du die Bewegung der mystischen Ströme über Taratus, wabernde Wolken jeder Farbe, die durch das Reich wirbeln. Sogar vom weit entfernten Aussichtspunkt erfüllt dich die Zyklone und Ströme der Magie mit Grauen und düsterer Vorahnung. Das klingt ja schon mal gar nicht so toll. Deine Gedanken nach unten schicken, deine Sinne nach den mystischen Strömen ausstrecken. Als du dich den mystischen Strömen näherst, hörst du die undefinierte Stimmen, Befehle, Verkündungen, der Stoff, aus dem Edikte bestehen. Auf ganz Taratus leben die Edikte von Kyros, manche Jahrhunderte alt, immer noch weiter. Ihre Arkansignaturen sind hell wie die Mittagssonne und scheinbar stärker als an dem Tag, an dem sie verkündet wurden. Als sich deine Sinne von den arkanen Turbulenzen entfernen, erkennst du schlagartig, dass kaum etwas von dem Land unter dir noch von Edikten berührt wurde. Sogar Land, das vor langer Zeit von Kyros erobert wurde, wird immer noch von Edikten heimgesucht. Ob sie aus den alten Tagen der Eroberung stammen oder ob sie erst vor kurzem gewirkt wurden, um eine Rebellion zu unterdrücken, entzieht sich deiner Wahrnehmung. Ach, dass kaum etwas von dem Land unter mir von Edikten berührt wurde. Von der Skulptur wegtreten. Okay, das hätten wir erledigt. Wir können leider immer noch nicht die eine Quest sehen. Was blöd ist, weil so lange leuchtet das Ding hier oben weiter. Wir können aber das nächste Sendschreiben lesen. Brenuir, ja. Das ist eine Art von Frage, die dich deinen Kopf kosten kann. Was habe ich nochmal gefragt? Achso, über Graven Ash, bevor er Archont wurde. Sehr wenig ist darüber bekannt, wie die Archonten geboren wurden oder zu ihrer Macht kamen. Und mein langes Leben hat mich gelehrt, dass Kyros und die Archonten das so haben wollen. Wenn die Jungen und die Talentierten für immer im Dunkeln gelassen werden, könnten die Alten und Mächtigen regieren, ohne angezweifelt zu werden. Ja, das stimmt allerdings. Ich habe von Ash, er wird für mich immer nur Ash bleiben, gehört, bevor Kyros ihn umbenannte und seiner Legion den zweifelhaften Titel verlieh. Er war ein Rebell, ein schmutziger, ungebildeter Partisane, der Schlachten gewann, während seine Landsleute des Nordreichs links und rechts von ihm verloren. Ash war schon immer ein guter Anführer, aber er wurde nicht mit der Fähigkeit geboren, auf mystische Art und Weise seine Soldaten aus der Ferne zu beschützen zu können. Das erste Mal wird dies auch nicht früher als zu Ende der nordländischen Eroberung erwähnt. Und wenn du die Berichte liest, wirst du keine Geschichten vorfinden, die ein Abwenden von schweren Leid nur durch den strengen Blick des Archonten sprechen. Stattdessen erwähnen die Soldaten, deren Zweifel und Ängste sich in Ash Gegenwart verflüchtigten. Sorgfältige Lektüre legt nahe, dass die Fähigkeit vor psychischem Schaden aktiv zu beschützen erst Jahre später auftauchte, als die Verbindung und noch wichtiger sein Mythos wuchs. Dieser Mythos ist das wichtigste Detail. So wie ich das verstehe, ist die Macht eines Archonten so etwas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Die weiterverbreitete Wahrnehmung der Macht eines Archonten ist genau das, was die Macht eines Archonten stärkt. Also Ash zeigte früh Andeutungen von Macht, die Fähigkeit, die Sorgen seiner Männer zu lindern.
Und indem er zu mehr Macht kam und er auf der Ga kam und er auf ganz Ceratus als nächster Archont des Krieges bekannt wurde, wuchs das bald zur Fähigkeit, die körperlichen Bürden seiner Männer zu tragen und nicht nur ihre Zweifel und Ängste. Deshalb würde ich dir raten, wie ein Archont zu handeln. Ergreife die Macht, wo immer du sie finden kannst. Nähre Angst, nähre Zuneigung. Schleiche dich nicht unbekannt durch dein Leben, sondern lebe in den Gedanken deiner Anhänger und in den Sorgen deiner Feinde. Myotis. Und das Sendschreiben wurde archiviert. Das heißt, wir können nichts mehr fragen. Das war Schicksalsbitterung Galus. Das war Schicksalsbitterin Myotis und das war damals von Takis Ari, von der Vendrienwache. Gut, das heißt, das war's erstmal wieder mit Sinnschreiben. Die neue Zoom-Stufe ist ein bisschen krass hier. Gut, behalte ich meine Truppe so bei. Ich denke mal, ja. Weil ich könnte doch zwischen App und Tötet im Schatten wählen. Aber ob ich da gerade meine Party anpassen will. Vor allem für Tötet im Schatten müsste ich Lyra mal rausschmeißen. Ja, doch, ich nehme sie mal mit, wenigstens für die Kreuzung. Als sie sich näherst, legt, tötet dem Schatten ein Ohr an. Sie fährt mit der Pflege ihres Fells fort. Mit ihrem langen grauen Fang fährt sie durch die rauen Haare und zupft Grind und Filz, Schlamm Blut heraus. Fatebinder wants Beast Woman? Ja, es ist Zeit zum Jagen. Komm mit mir. I'm ready. Wants to hunt Stock Brown. Wants to kill kill. Howl for Alpha. Bin bereit, möchte jagen, verfolgen, schleichen, möchte töten, töten und heulen für Alpha. Ja, gut. Goodbye to you too. Lyra wird mal auf die Ersatzbank geschickt. We'll wait for As short far as while. Gangs go, I've seen Goodbye to worse. you too. Human pines for Beast Woman. Yep. Ja, gut. Dann vergeben wir mal bei ihr Erfahrungspunkte. 10 Attributspunkte. Erst einmal das und das, dass sie da auf 10 ist. Sie ist unbewaffneter Kampf. Da braucht sie erst recht mehr Genauigkeit, würde ich mal sagen. Weil ich denke mal nicht, dass ich ihr eine Waffe geben kann. Okay. Ich kann ihr aber keine Schilde. Sie ist Zweihandkämpferin. Das ist jetzt aber geschickt. Ich habe hier doch ein eigentlich recht gutes lilanes Zweihandschwert, oder? Oder halt die dicken Zweihandschwerter. Genau, weinende Wunde. Rüstung kann sie natürlich keine tragen, aber ich kann ihr sowas geben. Kritische Treffer, mehr Schaden. Was ist mit weiteren Rüstungsteilen? Ja, 1% Gesundheit alle 6 Sekunden ist auch nicht schlecht. Den Trank habe ich durch den Login gekriegt. Das Ding kann ich mal wegtun. So, also sie ist Zweihand. Wobei Einhandwaffen bei ihr ziemlich hoch ist. Ich sollte aber gucken, dass ich Zweihandwaffen steigere. Weil ein Schild kann sie nicht tragen und alles andere bringt bei ihr auch nichts. Also gebe ich mal 2 Punkte hier rein. Da ist der aktuelle Wert 10, weil durch steht Zusammen steht Stolz, was von mir gewirkt wird, kriegt sie 3 Entschlossenheit. Also packe ich dabei auch 2 drauf. Genauigkeit und Rüstungsabwehr, so.
Vielleicht werde ich sie dann doch auf Einhandwaffen zurücklenken, aber erst bei Zweihand. So. Und hier jetzt Fähigkeiten. Titanin und Verwüstung sind ihre Bäume. Richte dich auf und lasse beide Fäuste auf das Ziel krachen. Schlage kräftig mit der Waffe zu, wobei du das dem Ziel Schaden zufügst und seine Rüstung für eine relativ lange Zeit zerrüttest. Erhöht den Nahkampfschaden von Einhandwaffen. Tötet im Schatten, verwendet Zweihandwaffen als Einhandwaffen. Okay, das ist ein ziemlich böser Vorteil. Was ist das? Überfalle aus dem Schleichen einen Feind in der Nähe, wobei du allen Feinden im Wirkungsbereich Schaden zufügst und sie niederwirfst. Verbessert unbewaffneten Schaden, verleiht Bonus auf List. Wenn du schleichst, erhältst du 100 Trefferpräzision. Da ist das hier gerade irgendwie besser, wenn ich Titanin nehme statt Verwüstung. Verteidigung, Gesundheits- und Verteidigungspony, okay. Bonusschaden gegen niedergeworfene Ziele. Schadensbonus, wenn du verwundet bist. Ja, Titanin klingt für mich irgendwie besser. Machen wir mal die beiden Sachen rein. Heilung über Zeit, die bis zum Ende des Kampfes anhält. Das ist auch mächtig. Greife Feinde in einem kegelförmigen Wirkungsbereich mit einer Waffe an und dränge sie ein gutes Stück zurück. Feinde werden lahm zurückgelassen. Ist auch nicht schlecht. Was haben wir im nächsten? Also auf jeden Fall den Gesundheitsbonus und den Schadensbonus. Hier die beiden. Bewege dich schnell auf den Feind zu, wobei du im Weg stehende Gegner zertrampelst und ihnen Schmetterschaden zufügst. Außerdem werden sie niedergeworfen. Das ist auch böse. Blutzorn. Geben wir mal auf Blutzorn. Verbessert unbewaffnet. Das ist nicht schlecht, wenn sie wenig Gesundheit hat. Brülle alle Ziele im kegelförmigen Wirkungsbereich an und verängstige sie so. Wenn die Fähigkeit aus dem Schleichen heraus eingesetzt wird, werden die Feinde stattdessen panisch. Das klingt auch böse. Die beiden Sachen nehme ich auch mal. Jetzt habe ich noch einen Punkt. Wobei, versuche ich mich erstmal auf Titanin zu fokussieren. Das hier nehme ich halt noch aus dem Verwüstungsbaum mit weniger Gesundheit. Ungezähmte Macht. Erhöht den Nahkampfschaden von Einhandwaffen deutlich. Das ist auf jeden Fall mächtig. Berserkerzorn. Ausdauer und Nahkampfschadenbonus. Holung und Trefferpräzision. Nehmen wir das auch mal so. Gut. Dann bin ich mal gespannt, was ich mit ihr hier eingehandelt habe. Ja. So. Nachdem wir jetzt die böse Tierfrau in der Gruppe haben. Ach ja. Formationen. Du tauschst mit Laundry. Das ist nämlich immer noch die beste Formation. Der Heiler hinten, ich als Fernnahkämpfer in der Mitte und die beiden Nahkämpfer vorne. So, dann geht's jetzt wieder zurück zum Eisenpfad, weil zur Letians Kreuzung kommen wir leider nicht. Und alles andere haben wir ja schon. Also hier sind wir fertig. Hier wäre Hafen übrigens. Achso, das ganze Ding ist die Region Hafen. So wie hier Vendriens Brunnen ist. Hier die Bastardstufe, wo die Bastardstadt steht. Steinmeer. Und kämpfte Lande. Ja,
Also auf zum Eisenpfad. Und hier ist immer noch die Bronze Bruderschaft im Weg. Schicksalsbitter, du bist zurück.